Wenn man sich überlegt, Web 2.0, gibt es eigentlich sowas wie Web 3.0? Alle sind ja nicht einig, dass semantische Informationen der Weg sind, um noch mehr interessante Dienste ins Netz zu bringen. Und man sieht momentan auch schon solche Dienste. Das hier ist ein Bild von einem Camcorder. Der sieht ja eigentlich aus wie jeder Camcorder, beziehungsweise solche Camcorder sind ja eigentlich schon sehr oldschool. Aber dieser Camcorder, der im September 2008 vorgestellt wurde der erste Camcorder, der Geoinformation aufnahm. Das heißt, er nahm gleichzeitig auch auf, an welcher Stelle der Film gerade aufgenommen wird, das sogenannte Geotagging. Und das wird mittlerweile sehr viel, also in Fotoapparaten schon viel mehr. Jedes iPhone neueres zum Beispiel, wenn sie Bilder machen, kann das abspeichern, wo sie das Foto gemacht haben. Das führt dann zu solchen Diensten wie hier, wo man einfach Bilder hochlädt und die aber gleichzeitig in ihrer Lokalität, also dort in ihrer Ort abgespeichert werden können. Das heißt, hier sehen Sie zum Beispiel ein Bild von Bremen und da kann man dann halt an verschiedenen Stellen sich dann anschauen, was da eigentlich zu sehen ist. Da gibt es dann immer Bilder, wo gezeigt wird, von da habe ich aufgenommen. So Sachen werden wir uns sicherlich nochmal mehr im Detail anschauen. Und das geht bis dahin, dass die Grenzen von Wirklichkeit und Virtualität verschwimmen. Das ist hier ein Beispiel für eine Anwendung eines Fraunhofer-Instituts. Das sind die letztes auf der CeBIT vorgestellt. Da kann man durch Berlin gehen und sich dann die Stadtentwicklung im Grunde anschauen, indem man auf ein Gebäude oder irgendwo ein View hat und sich dann einblenden lässt, wie das eigentlich früher aussah. Und es gibt sehr, sehr viele andere solche Augmented Reality Anwendungen, wo man zum Beispiel auf Wikipedia zugreifen kann und dort dann Informationen über die Dinge erhält, auf die man seine Kamera hält. Das sind also meiner Meinung nach ganz interessante Entwicklungen, die so schon fast eigentlich über Web 2.0 hinausgehen. Ja, ich hoffe, dass Sie jetzt eine gewisse Vorstellung haben davon, was Web 2.0 ist und zumindest so ein bisschen Lust drauf bekommen haben. Und ich verspreche Ihnen, dass wir ganz viele interessante Dienste uns anschauen und es wirklich sehr anwendungsorientiert wird in den nächsten Wochen. Genau, und abschließend möchte ich Ihnen nochmal so ein bisschen so zusammenfassen und Ihnen auch nochmal zeigen, so ein paar Daten einfach zur Nutzung. Also zum einen, wir erleben jetzt so eine Verschiebung oder Auflösung von Grenzen. Früher waren es halt Nutzer, jetzt wären sie eher Autor. Die Entfernung wird eigentlich aufgelöst, also weil plötzlich Lokales überall im Netz verfügbar gemacht wird, beziehungsweise aber auch sie vor Ort plötzlich über solche Location-Aware Applications, also Anwendungen, die wissen, wo sie eigentlich sind und was um sie herum geschieht, plötzlich ihr Sichtraum auf das, was geschieht, extrem vergrößert wird. Also stellen Sie sich vor, Sie sind in irgendeiner Stadt zu Besuch und Sie holen Ihr Smartphone raus und das Smartphone sagt Ihnen, wo die nächsten Ausstellungen sind zu den Künstlern, die Sie interessieren. Und das ist ein absoluter Quantensprung. Und gleichzeitig haben wir auch eine Auflösung von Privatheit, weil Privates immer öffentlicher wird. Und früher gab es ein paar Celebrities, über die öffentlich berichtet wurde. Und jetzt macht sich plötzlich jeder zu so einem öffentlichen Person und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel von sich verrät. Wie wird es denn eigentlich nun genutzt? Das Internet hat extrem hohe Bedeutung mittlerweile. Hier in der ARD/ZDF Online-Studie vom Mai 2009, also fast 70% nutzen das Internet mindestens gelegentlich, aber wenn man sich das mal anschaut, wenn 14- bis 29-Jährigen, da ist es also wirklich fast 100%. Und
in Ausbildung auch. Also man sieht tatsächlich, dass es sehr, sehr viel genutzt wird. Und wenn man die tägliche Nutzung in Minuten bei 14- bis 19-Jährigen sich anschaut, sieht man, dass mittlerweile Internet länger genutzt wird, als das Fernsehen. In der Gesamtbevölkerung ist das noch bei weitem nicht so. Da sieht man 228 Minuten Fernsehen gesamt, bei den Jugendlichen nur noch 97 Minuten. Insofern, Internet geht runter. Dazu muss man natürlich sagen, dass Internet auch viele Aspekte dessen bedient, was früher Fernsehen bedient hat. Bei den Anwendungen von Online-Nutzern sieht man, dass die Online-Communities mittlerweile sich, die ja so als Web 2.0-Dienst durchgehen würden, sich etabliert haben, insbesondere bei den 14- bis 19-Jährigen, aber auch bei den 20- bis 29-Jährigen fest verankert sind. Die Web 2.0-Nutzung, was sind so die häufigsten Nutzungen, insbesondere Videoportale? Also insgesamt auch mitführend, aber bei 14- bis 19-Jährigen ist YouTube und ähnliche Portale absolut die Standardnutzung. Private Netzwerke ebenfalls und etwas abgeschlagen kommt damit 50% ungefähr Wikipedia. Dienste wie Dienste wie Weblogs, die sind allerdings, muss man sagen, bisher eher von der Minderheit genutzt. Und das werden wir hier ändern, weil falls Sie das noch nicht machen, wir werden es machen in diesem Seminar. Aktive und passive Nutzung. Sehr große Unterschiede. Da sieht man auch wieder diese Idee, dass alle aktiv nutzen. Naja, also es gibt eine hohe Beteiligungsspalte, Participation Gap zwischen denen, die nutzen und denen, die tatsächlich erzeugen. Auch bei den Videoportalen ähnlich. Und bei den Weblogs, da muss man sagen, die werden ja weitaus seltener genutzt, aber von den Leuten, die sie nutzen, ist ein viel höherer Anteil dann in der aktiven Nutzung. Also da ist das Verhältnis zwischen Selbstnutzen und Erstellen höher. Das muss man sich mal anschauen, wie das passiert, wenn die Weblogs noch mehr genutzt werden. Das Interesse, Beiträge zu verfassen, also das ist halt irgendwie die Richtung in Blogs halt eigentlich zu publizieren, selbst Inhalte zu erstellen dort, ist sehr interessiert, hat sich nicht besonders verändert. Das etwas interessiert hat sich ein bisschen verändert. Das heißt also, es gibt langsam so einen Trend dazu, auch ein bisschen was zu machen. Mal schauen, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt. Die Haupt Klientel für die Personen sind auch wiederum die 14- bis 29-Jährigen. Wobei man sagen muss, dass bei den die 30- bis 39-Jährigen auch noch einigermaßen mithalten. Wenn man das Ganze nochmal jetzt auf den Bildungskontext übertragen würde, dann könnte man sagen, dass dass die Verschiebungen im Bildungskontext so aussehen, dass man tatsächlich der Lernende auch jetzt Inhalte erzeugt, also es nicht nur der Lehrer macht und dadurch so eine Lernen durch Lehren Entwicklung entsteht. Genauso, dass plötzlich Lernen eigentlich überall geschieht und nicht mehr so nur noch in der Schule und das Lernen eigentlich dokumentiert wird und dadurch so Performance wird, es braucht eigentlich gar keine abgeschlossene Klausur oder Prüfung mehr, sondern man kann sich einfach anschauen, was dokumentiert die Person, was macht sie und das wäre dann eigentlich genug Prüfung. Ja, und das ist so ein kleiner Ausblick nochmal in Richtung, was hat das eigentlich mit Bildung zu tun? Und ich freue mich schon, wenn Sie in die nächste Episode reinschauen und bitte immer Kommentare und Hinweise geben. Wir freuen uns. Alles klar, okay, dann bis zur nächsten Episode und zum Abschluss dann noch ein paar Quellen.